Oh, bin ich ein geiler Gärtner. Das Gärtner macht echt durstig, Leute. Aber Spaß beiseite. Ich zeige euch jetzt mal, wie man richtig geile Do-it-yourself-Hochbeet befüllt mit Bewässerungssystemen selber macht. Viel Spaß dabei. Doch welche Materialien und Produkte brauchen wir jetzt überhaupt? Für die Außenwände brauchen wir Leimholzplatten aus Kiefer in den Maßen 2x800x400 mm und 2x600x400 mm, jeweils in der Stärke von 18 mm. Dafür brauchen wir noch Vierkanthölzer in den Maßen 44x44 mm x2 m und das Ganze dreimal. Natürlich brauchen wir noch Schrauben, um das Ganze zu befestigen. Da habe ich mich für Universalschrauben 4,5x40 mm. 10 Stück sind in einer Packung. Ich habe jetzt mal 4 Stück mitgenommen. Damit uns das Holz beim Schrauben nicht splittert, habe ich noch Bohrer mitgenommen in der Stärke von 4 mm. Das Holz müssen wir natürlich imprägnieren, damit es auch schön lange hält. Und da habe ich einen Holzimprägniergrund in Farblos gewählt. Dazu habe ich noch eine Poolfolie gekauft in den Maßen 4 m x 1 m x 0,5 mm Stärke. Das Beet will natürlich auch befüllt werden. Dafür habe ich 3 verschiedene Schichten gekauft. Einmal Bio-Häcksel Naturbelassen, einmal Bio-Hochbeet-Kompost torfrei und Bio-Garten- und Hochbeeterde torfrei. Jeweils im 45 Liter. Wir schauen, dass wir ungefähr 150 bis 160 Liter an Erde reinbekommen. Dadurch, dass ich ein Bewässerungssystem in das Hochbeet einbauen will, habe ich mich für das Mikro-Drip-System von Gardena entschieden plus einen digitalen Bewässerungscomputer. Dann natürlich noch reichlich Bepflanzung. Wir haben Erdbeeren, verschiedene Salate, Petersilie und Schnittlauch. Alle Materialien und Produkte, die wir für unser fertig bepflanztes Hochbeet mit Bewässerungssystem brauchen, habe ich beim Obi Baumarkt gekauft. Du, das ist gefährlich hier, sage ich dir. Ah, ich sehe schon, wie ich mir das Ding in den Rücken reinramme. Bevor wir loslegen, sichern wir einmal die Baustelle. Jetzt geht's los. Also, das ist ja die Höhe von unserem Beet, das dann befüllt werden kann. Jetzt messe ich einmal, wie hoch wir die Beine haben wollen. Sagen wir mal so, hier haben wir 40 circa. Dann machen wir die Beine 20 lang. Dann steht es 20 in der Luft. Gut, dann mache ich jetzt insgesamt die Beine auf eine Länge von 60 jeweils. Zack, 60. Schneide ich die zweimal ab und messe dann nochmal neu 60. Akku rein, bam. Machen wir gleich noch eins mit 60. Noch eins. So, jetzt haben wir hier unsere vier Beine. Und die schrauben wir jetzt erstmal an die kurzen Seiten, also an die 60 mal 40 Platten ran. Ich einfach in den Bohrer, die wir gekauft haben, und bohre die Löcher vor. Ich höre, dass ich ungefähr 2 cm von jeder Seite wegbleibt, dass es mittig ist. So, genau deswegen machen wir das mit dem Vorbohren. Sonst das Holz nicht splittert. Jetzt haben wir schon mal die eine Seitenwand fertig. Genauso machen wir es jetzt bei der anderen auch. Nächster Schritt, die 80er Platten da dran schrauben jetzt an die Füße. So, und jetzt haben wir unsere zwei Teile. Die müssen wir jetzt bloß noch zusammenschrauben. So ungefähr. Das Generve mit dem Bit wechseln, ey. Zwischen Bohrer und Bit holst du auf jeden Fall zwei Akkuschrauber vom Flex. Schaut's her, ey. Sehr saubere Sache. Da drüben noch. So. Grundgestell steht. Jetzt wollen wir unsere Querstreben bauen. Deswegen schneiden wir das jetzt auf die Länge ab. Einmal mittig noch. Hier passt schon mal rein. Mittleres Holz. Passt auch. Brauchen wir für da hinten auf jeden Fall noch eins. Sollte auch passen. Gut. So, jetzt müssen wir die da drin festschrauben. Einmal direkt hier eins ran. Und dann das noch ganz links erstmal noch. Dann schraube ich die mal fest. Hätten wir quasi drei Halterungen für unsere Poolfolie dann, damit die Erde quasi nicht durchhängt. Jetzt würde ich aber sagen, wir machen da noch ein paar Verstärkungen rein. Also hier auch noch jeweils zwei Stück. So, machen wir die auch noch hin.
Oh, die ist ein bisschen zu kurz, aber egal, wir sind hier bei DIY, das muss nicht auf einen Millimeter passen. Bis ich mir einen Finger reinschraub. Also Schatz, Herleit, Imprägnierung, dass das auch lange hält für euch. Viele Salate gibt und immer bei euch sein möge. Zack, nicht sparen, soll der Geiz. Hier, Bürste von Schuller, Egler. Und dann einmal, lieber zweimal imprägnieren. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt, bevor ihr das ganze Zeug da zusammenbaut, das Holz einmal schleifen. Dann habt ihr eine schönere Oberfläche und reißt euch keinen Spieß rein. Aber ich baue das eh nicht für mich, also ist mir wurscht, wenn der bis jetzt sich einen Spieß anreißt. Nein, Spaß. Und Grüße an meinen Papa. Lukas, Gartenarbeit macht richtig Durst. Ich bringe mir mein Bier, bitte. Ah, perfekt, danke. Alter, ist ja Radler, oder? Egal, du spinnst ja. Alkoholfrei! Und auch noch verschüttetes alkoholfreies Radler. Na gut. Schreibt in die Kommentare, wie ihr alkoholfreies Radler findet. So, das lassen wir jetzt trocknen. Und zu einer halben Stunde lassen wir es auch nochmal ein und dann hat's. Geht's mit dem nächsten Schritt weiter. So, Freunde der Sonne, jetzt kommt die Poolfolie rein. Wir bauen hier keinen Teich für Spatzen, sondern ein Hochbeet. Aber wir brauchen die Poolfolie, dass uns die Erde unten nicht rausfliegt. Das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ich habe das jetzt in einem Stück gekauft. Wenn es zu lang ist, schneiden wir es ab. Ganz einfach. So, und jetzt wird es folgendermaßen herangetackert. Und zwar schön bündig mit der Oberkante. Also alle 10 cm oder so. Das müssen wir hier erstmal handeln, das lange Teil. Und das tacke ich jetzt hier unten auch noch an den Querbalken fest. Und dass man das, dass es da relativ gut auf Spannung ist. Und das vertackern wir jetzt einfach alles da unten. So, und jetzt schaue ich, dass ich da oben noch einmal schön entlang tacke, dass das sauber ausschaut und nicht so wegsteht. Gut, so, dann ist die Poolfolie drin und jetzt befüllen wir den Bums. Haben wir jetzt 3 Schichten. Das ist die unterste. Sieht man da auch auf dem Bild, ist eigentlich für Deppen erklärt. Unten kommt die Hackschnitzel rein, kommt hier Kompost, glaube ich. Ja. Und hier kommt dann die Beeterde. Hauen wir da einen Sack rein, von jedem erstmal. Erste Schicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wofür die einzelnen Schichten sind. Dann hat die Kompostschicht. Boah, was ist denn das für ein Ochi? Ich glaube, das ist genau hier drin. Alter, ja, Mann. Gute Idee. Ja. Sollten wir es da einfüllen, wo es hinkommt, du hast recht. Ja. Wenn ich Lukas nicht hätte, hey, Leute. Anänderung, wir befüllen das jetzt doch. Wir wollen ja noch ein schönes Foto machen damit. So. Ja, das ist schön warm, die Erde. Würde ich sagen, können wir schon uns direkt ans Bepflanzen widmen jetzt. Schauen wir mal, was wir alles gekauft haben. Also wir haben Erdbeeren, Salate und Kräuter. Das ist wie wenn man hungrig in den Supermarkt einkaufen geht. Dann lass uns mal gucken, wo wir das platzieren. Da haben wir Erdbeeren, machen wir jetzt ans Ecki rein.
wird safe zu voll sein. Die werden diese ganzen Gartenmuttis wahrscheinlich jetzt haten. Ja, dann lass mal buddeln. Fällt rein, dass es Erdbeere ist, sonst vergisst man das ja. Oh, warte mal, ich glaube, man muss das so ein bisschen auseinander machen, oder? Egal. Findet seinen Weg. Mach's gut, mein Großer. Ja, schaut doch ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Was sagst du, Lukas? Ja, das ist mir zu wenig, ja. Ist noch recht knapp. Ja, deswegen widmen wir uns jetzt dem Bewässerungssystem. Wir haben jetzt das Bewässerungssystem von Gardena Micro Drip System. Da haben wir einen 15 Meter langen Schlauch, so Befestigungsstäbe, um den Schlauch dann zu befestigen. Und noch ein paar Adapter. Im Prinzip ganz simpel, man hat hier einen Anschluss für einen Wasserhahn, für einen Wasserschlauch, wie auch immer. Und wir haben hier zufälligerweise einen Schlauch. Und ich zeige euch das gleich mal. So, da sind ja die 15 Meter dabei. Wenn ihr den abschneiden wollt auf eine andere Länge, könnt ihr hier vorne dann die Kapsel abmachen und dann einfach da, wo ihr es abgeschnitten habt, zum Beispiel hier, einfach wieder draufstecken, dass da hinten kein Wasser rauskommt, weil hier muss es ja dann halt quasi den Druck erzeugen, dass es aus den Löchern rauskommt. Ich lege den jetzt halt einfach mal rein und befestige den. Das macht natürlich noch mehr Sinn bei einem größeren Beet. Kann man einfach so reinklipsen da. Haben wir einmal so eine Schlaufe. Okay. Und jetzt könnte man hier ein Loch reinbohren und den Schlauch quasi raushängen lassen. Das machen wir jetzt nicht in unserem Fall. Stell dir vor, hier ist jetzt ein Loch drin und der Schlauch geht raus. Dann geht er hier unten entlang und dann zu eurem Stromanschluss. Was? Zu eurem Wasseranschluss. Jetzt zeige ich euch mal, ob es funktioniert. Und jetzt seht ihr, kommen lauter Tröpfchen aus den Löchern raus und bewässert das Hochbeet automatisch. Und wenn ihr jetzt noch richtige Füchse seid, dann holt ihr euch noch so eine Uhr, nennt sich digitaler Bewässerungscomputer. Wird hier am Wasserhahn angeschlossen und dann hat man hier das Verbindungsstück und das wird dann damit zusammengesteckt. Und jetzt könnt ihr hier dann einstellen, von wann bis wann, wie viel Liter das raushauen soll, um euer Beet zu bewässern. Ich verlinke euch mal alles in der Videobeschreibung, was ich hier so verwendet habe, was es auf Amazon gibt. Ansonsten findet ihr eine Materialliste noch in der Videobeschreibung, die könnt ihr euch runterladen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal kostenlos für mehr solche interessante Videos. Vielleicht auch mal noch mehr Do-It-Yourself-Videos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Tobi. Ciao. Ich gönne mir jetzt noch lecker ein Bierchen. Für alle, die jetzt schon abgeschaltet haben nach meinem Outro, haben jetzt Pech gehabt, weil jetzt verrate ich euch, was es gesamt gekostet hat. Insgesamt mit Pflanzen, mit dem ganzen Gemüse, mit Erde, ganze Holz, Schrauben, alles Zubehör, auch mit den Schläuchen hat das Ganze jetzt 206 Euro kostet brutto beim Obi. Kauft es nach, baut es nach, würde mich sehr freuen. Und was ich noch sagen wollte ist, dass ihr jetzt noch ein paar Outtakes bekommt. Viel Spaß. Egal, du spinnst ja. Alkoholfrei! Ich schalte mir die Kamera aus. So. Das lassen wir jetzt trocknen. So, das lassen wir jetzt trocknen.